So merkwürdig, dass man sagt, Träume sind Schäume. Irgendwie kann ich das nicht ganz nachvollziehen. Denn, und genauso auch nicht, dass man sagt, ein Träumer, heutzutage sagt, ein Träumer sei ein furchtbar unrealistischer Mensch. Ich glaube, da sollten wir etwas tiefergehend darüber sprechen. Denn wenn wir uns die alten Kulturen betrachten, zum Beispiel die der australischen Ureinwohner, immerhin die älteste lebende Kultur der Erde, diese Ureinwohner lebten in der sogenannten Traumzeit. Das heißt, ihre mythische Realität, in der es keinen Anfang gibt und kein Ende gibt, bezieht sich auf alles, was da ist. Und sie unterscheiden nicht zwischen Wachbewusstsein und Traumbewusstsein. Ihr Leben findet im Traum statt. Sie haben dazu sogar ein Instrument entwickelt. Das ist dieses Didgeridoo, ein Instrument aus einem Eukalyptusast, das von Termiten ausgehöhlt wurde. Es gibt also kein Didgeridoo, was zweimal existiert auf der Welt. Das ist für die australischen Ureinwohner der Schlüssel, in die Traumwelt zu gehen. Es wurde mir einmal beigebracht auf Maui, eine Frau, die dort mit Walen arbeitet. Sie hat dieses Didgeridoo in das Wasser gehalten und die tiefen Schwingungen, die das Instrument erzeugt, lockten dann die Wale an. Unglaublich eigenartiges Ereignis. Hört mal, wie das klingt. Nun fehlen uns ja heute solche Schlüssel, in die, ja nennen wir es einmal, Traumrealität einzusteigen. Wie sehen Sie denn den Unterschied zwischen der Traumzeit und dieser Realität, Herr Trebermann? Ich glaube, dass unsere Kultur sehr arm geworden ist, dadurch, dass wir das Träumen nicht mehr lernen. Es gibt heute noch Kulturen wie in Nordamerika, wie die Aborigines in Australien, wo Zwölfjährige systematisch erzogen werden, Träume zu empfangen. Das ist ein wichtigerer Teil für diese Kulturen, als Mathematik zu lernen oder Physik. Ich glaube, dass es gut verstehbar ist, dass Tiere auf solche Melodien reagieren, denn wir wissen, dass seit 70 Millionen Jahren Tiere träumen können. Und alles, was wir sehen im Traum, hat eine uralte Geschichte. Wir träumen beispielsweise vom Wasser und erinnern uns in gewisser Weise an die Zeit vor 350 Millionen Jahren am oberen Devon, als das Leben vom Wasser, vom Meer aufs Land ging. Wir träumen von Bäumen und wir erinnern uns an die Zeit vor etwa 50 Millionen Jahren, als die Säugetierevolution über die Bäume, die Tupaiden, langsam hinführte zu den Primaten. Alle Symbole im Traum haben ihre biologische Geschichte und so verbinden uns die Träume mit der Natur ringsum. Kein Wunder deshalb, dass die über 35.000 Jahre alte Kultur der Australier zeigen kann, wie man mit der Natur in Harmonie lebt, mit der Natur, die uns umgibt und mit der Natur, die in uns selber steckt. Träume in dem Sinn sind lebensnotwendig und ich glaube, wir müssen davon abkommen, sie nur auf die Nacht zu begrenzen. Man kann zeigen, dass Menschen, die gehindert werden am Träumen, nach ein paar Tagen in quasi psychotische Zustände geraten. So essentiell notwendig ist das Träumen. Ja, die Frau Kröpke zum Beispiel beschäftigt sich ja intensiv mit Träumen und arbeitet auch direkt damit. Wie sieht das denn aus? Ich habe vor 10 Jahren etwa das erste Traumseminar besucht. Und seit in der Folge wurden regelmäßige Treffen veranstaltet, wo wir dann dieses theoretische Wissen dann auch umsetzen konnten. Und das mache ich eben seit 10 Jahren, dass ich mich intensiv mit den Träumen befasse, um daraus wirkliche Lebenshilfe auch zu beziehen. Wie sieht das aus? Was machen Sie da? Wir machen Trauminterviews. Also ein Träumer erzählt seinen Traum
Und die anderen stellen dann Fragen, um die symbolische Bedeutung der Traumelemente herauszustellen. Und aus der Symbolik ergibt sich dann schließlich hier die Botschaft des Traumes. Heißt das, dass der Traum älter ist als die Sprache, Herr Drebermann? Es gibt bedeutungsvolle Szenen, die sich immer wieder darstellen und im individuellen Leben dann sich variieren lassen. Aber entscheidend ist dabei, dass wir in Bildern zu träumen über den riesigen Zeitraum von vielen Jahrzehnten, von Millionen Jahren in uns haben, während der Spracherwerb, man kann diskutieren, mit dem Neandertaler etwa anfängt, also höchstens 100.000 Jahre alt ist. Da ist eine Ungleichzeitigkeit. Und die ganze Kunst liegt, glaube ich, darin, dass wir Worte finden, die dichterisch genug sind, um Gefühle poetisch so auszudrücken, dass sich neue Bilder formen, neue Träume auch erweckt werden. Ja. Gerade im Austausch unter Menschen ist es ganz wichtig, einander zu sagen, was uns bis in die Träume hinein verbindet, begleitet, fürchten macht, an Hoffnung oder Enttäuschung begleitet. Ich glaube, das macht ja die Frau Krottke in der Traumarbeit, nicht? Ja, also in der Traumarbeit, da wird bewusst gemacht, was ich verdrängt oder vergessen oder einfach nicht wahrgenommen habe. Mein Wachbewusstsein ist nur ein geringer Teil. Mein unbewusstes Selbst gibt mir dann auf diesem Wege Hinweise, was notwendig wäre, in meine Persönlichkeit zu integrieren. Aber auch der Austausch mit anderen. Ihr erzählt euch ja irgendwie gegenseitig immer die Träume und nehmt sie gegenseitig auch wahr dann. Ja. Zum einen ist es ein schönes Erlebnis, das einfach zu teilen, aber zum anderen ist es auch sehr hilfreich, denn wenn ich mit meinem eigenen Traum arbeite, ich bin subjektiv und der andere, der kann mir einfach auch Lösungshinweise geben. Mhm. Über seine Fragen hilft er mir, die einzelnen Elemente genauer anzugucken. Und ich kann mir vorstellen, es wird verbindlicher. Ja, ja, das ich kann stimmt. mir selber ständig was vormachen an den Stellen, die unangenehm sind. Sag ich sie dem anderen, legt er mich drauf fest. Ich muss mich damit auseinandersetzen, schon das seinetwegen. Stimmt, genau. Ja. Ja. Wir finden doch im Traum eine ganz gewisse Symbolsprache, die offenbar in allen Kulturen und zu allen Zeiten dieselbe ist. Heißt das, dass wir, wenn wir vom kollektiven Unbewussten sprechen, dass jeder Mensch auf dieser Welt an diesem Urwissen der Menschheit teilnehmen kann, aber leider eben nur via Traum oder Gott sei Dank nur via Traum? Das ist für mich ein ungeheurer Gedanke, weil ich mir sage, die Religion noch, die Träume ganz gewiss, die Poesie hat die Kraft, Menschen miteinander zu verbinden. Da ist ein Ausdruckssystem, das international ist, rund um den Globus zu allen Zeiten verstehbar. Während die Kulturen dazu neigen, ihr Sonderwissen, ihre besondere Architektur mit Absolutheitsanspruch gegeneinander zu stellen, dann hat jeder seinen Gott, seine Werte, seine Moral und der ganze Rest wird daraufhin geformt und bekehrt. Das ist sehr gewalttätig. Würden wir auf die Träume hören, könnten wir miteinander uns verständigen. Shakespeare, Dostoevsky hat jedem was zu sagen. Auf diesem Globus, die Malerei von Edvard Munch oder Van Gogh versteht jeder auf diesem Globus, die Musik von Beethoven und Mozart jeder. Da gibt es Schichten, die Menschen vereinigen könnten. Und ich habe die Vision nicht aufgegeben, dass Träume uns friedfertiger machen könnten. Ist dann die Sprache hinderlich? Wenn sie nicht poetisch ist. Ja. Das Problem ist, dass unsere Sprache sich immer mehr festlegt auf die Bezeichnung von Gegenständen und Anweisungen, mit Gegenständen technisch umzugehen. Also den Raum des Machbaren zu verwalten und Herrschaftswissen zu erweitern, aber nicht Menschen zu verbinden und Menschen zurückzuführen auf die wesentlichen Zustände. Ein kleines Beispiel. Vor einer Weile sagte eine Frau mir, ich gehe mit meinem Mann auf die Straße und sage, die Schneeglöckchen sind so traurig. Und dann sagt er, was du schon wieder hast. Sie hätte ihrem Mann, wäre sie imstande gewesen, ihre Gefühle in Worte zu packen, äußern mögen, ich komme mir vor wie eine Blume, die leben möchte, die wunderschön ist, die über alles verfügt, was sie braucht, aber es liegt wie gefrorene Tränen, Schnee kalt über sie und der Grund bist du, mein Mann, der kein Wort, kein Bild, kein Gefühl wirklich versteht. Der Mann bestätigt, was die Frau sagt, aber er begreift es überhaupt nicht. Wenig später kam die Frau in die Psychiatrie. So wichtig ist es, diese Bilder zu begreifen. Man wird wahnsinnig, wenn das nicht geschieht. Also wir haben hier ein gesamtes Kommunikationsproblem und dieses Kommunikationsproblem wäre eigentlich via Traum zu lösen. Sie
sage mal als Beispiel, als Kommunikationsproblem, diese berühmte Geschichte, ich schenke Ihnen zwei Hemden. Davon ziehen Sie ein Hemd an und ich sage darauf, das andere gefällt Ihnen wohl nicht. So, und wenn wir in dieser Weise miteinander kommunizieren, da kann ja nichts stattfinden. Nun können wir aber doch auch im Traum kommunizieren. Safi, Sie beschäftigen sich da intensiv eher mit der Trance als mit dem Traum. Vielleicht können wir einmal uns ansehen, was Sie eben vorher in der Trance geantwortet haben. Die Trance ist nur das Mittel. Die Trance ist nicht das eigentlich Wichtige. Die Trance ist nur das Mittel, das persönliche Bewusstsein und die Gedanken auszuschalten, um an eine andere Ebene heranzukommen. Vielleicht erfahren wir jetzt, welche Ebene das ist. Jetzt vorher? Ja. Nein, noch nicht. Ich meine, wir schauen uns das jetzt eben mal an. Was der Mensch im Traum wahrnimmt, sind letztlich Inhalte seines eigenen Bewusstseins. Aber, großes Aber, was der Mensch in der Realität, also in der raumzeitlichen Dimension des Bewusstseins und des Seins wahrnimmt, sind letztlich auch nur Inhalte des eigenen Bewusstseins. Es ist zwischen dieser und jener Realität nur ein gradueller Unterschied, ja, aber kein wirklicher Unterschied. Mit wem können wir als Mensch durch den Traum sprechen? Es ist möglich, im Traum zu kommunizieren mit jedwedem. Das heißt, ganz gut kann man im Traum kommunizieren mit anderen Menschen, die auch gerade schlafen. Ja. Man kann aber auch im Traum kommunizieren mit anderen Ebenen des Bewusstseins. Man kann im Traum kommunizieren auch mit völlig anderen Seinsformen, auch nichtmenschlichen Seinsformen. Im Traum ist jede Art von Kommunikation möglich. In Klammern, im Wachzustand ist auch jede Art von Kommunikation möglich, nur sind die Menschen sich dessen nicht bewusst. Sie haben sich im Wachzustand abgeschottet von telepathischer, mehr oder weniger abgeschottet von telepathischer Kommunikation mit anderen Menschen oder anderen Wesen oder anderen Seinsebenen. Was verändert sich im Bewusstsein des Menschen, wenn er träumt? Wenn ein Mensch träumt, verblasst normalerweise mehr oder weniger sein, wie kann man das nennen, sein Bewusstsein, die Person XY in ihrem gewohnten Zusammenhang zu sein. Das ist alles, was verblasst im Traum. Und diese Aussage ist sehr bedeutsam. Das Bewusstsein, die Person XY zu sein, in ihrem üblichen Kontext, kann auch verblassen, beispielsweise in einem Trancezustand oder überhaupt in einem Zustand von gebündelter, eingeschränkter Aufmerksamkeit. Der Mensch oder sagen wir das Wesen geht dadurch nicht verloren. Jeder weiß es, wenn er träumt, geht er sich nicht verloren. Aber er ist möglicherweise im Traum ein ganz anderer. Der Zusammenhang, in den er gestellt ist, ist möglicherweise im Traum ein ganz anderer. Und trotzdem geht der Mensch sich selbst nicht verloren. Weder im Traum, noch in der Trance, noch übrigens auch, wenn er seinen physischen Körper ablegt. Niemals geht der Mensch oder das Wesen sich selbst verloren. Das ist vielleicht ein wichtiger Gedanke. Mit wem haben Sie jetzt eben kommuniziert? Ja, ich denke, es ist dieselbe Ebene, aus der Intuition stammt. Vielleicht kann man das nennen eine höhere Schicht des Bewusstseins. Manche nennen es das höhere Selbst. Und was dafür notwendig ist, ist, dass das persönliche Bewusstsein ausgeblendet wird. Aber ich bin deshalb nicht abwesend. Nur mein Bewusstsein, Safi Nidjai zu sein, ist abwesend und mein Kopf ist leer. Kann man das erlernen oder kann ich das auch machen?
Ich denke, das macht manchmal jeder. Also in Momenten von Intuition oder ja. plötzlicher Erleuchtung oder so. Und diese bewusste Ausschaltung und das bewusste Einsteigen in, ja, nennen wir es mal, andere Realität vielleicht. Das kann man lernen, wenn man die Praxis der Meditation übt. Mhm. Ich glaube, das ist dafür das Allerwichtigste. Wobei es natürlich Naturtalente gibt, die das einfach so können. Aber ich glaube, normalerweise ist es dafür wichtig, zu meditieren, zur Ruhe zu kommen, zu sich zu kommen, die Gedanken ruhig zu stellen und sich darauf einzustellen, dass es überhaupt höhere Ebenen gibt des Bewusstseins und des Seins. Wie sind Sie selber dazugekommen? Das ist eine endlos lange Geschichte, aber jedenfalls hatte ich seit vielen Jahren meditiert. Mhm. Und ich habe dann eine Frau kennengelernt, die Rhea Powers, die also auch diese Art von Channeling, man nennt das Channeling, betreibt und habe das sehr sympathisch gefunden und hatte dann auch wieder Jahre später das Gefühl, ich soll das auch machen. Also Channeling, Entschuldigung, bedeutet, ich öffne einen Kanal in mir und trete dadurch... Genau, ich kanalisiere Informationen, in diesem Fall aus anderen Bewusstseinsebenen. Und es ist dann, ich hatte erst eine kleine Gruppe von Freunden und wir haben Sitzungen gemacht und das war so schönes Material, was wir da bekommen haben. So befreiend auch von der Aussage her, dass wir uns dann gewünscht haben, auch etwas zum Veröffentlichen zu bekommen und auf diesem Wege sind dann zwei Bücher entstanden. Ist die Bibel auch so entstanden, Herr Trevermann? Die Bibel tut sich sehr schwer mit den Träumen. Immer wenn Träume auftauchen in der Bibel, vor allem im sogenannten Alten Testament, spielen sie in fremden Ländern, in Ägypten oder in Völkern, die Israel angelagert sind. Aber die biblische Tradition hat eine große Scheu vor diesen Dimensionen. Sie konzentriert sich sehr stark auf die Person und möchte sie in gewissem Sinne bewahrt wissen. Sie entmythisiert die Natur und sie personalisiert die menschliche Geschichte. Das ist eine gründlich andere Tendenz. Und darum scheint mir, haben wir in der christlichen Tradition insbesondere das Träumen verlernen müssen. Es gab Jahrhunderte vor dem Christentum die Traummethodik, zum Beispiel im Heiligtum von Epidauros durch die Priester des Asklepios, als ein Heilverfahren. Die Psychoanalyse hat das vor etwa 100 Jahren nach einer ungeheuren Verdrängungszeit wieder nutzbar machen müssen, aber eigentlich nicht neu erfunden. Mir scheint dabei noch wichtig, dass wir manche Zuschauer vielleicht nicht abschrecken. Es ist ja die Frage, wem begegnen wir in den Träumen? Und ich verstehe Sie so, dass Sie erst einmal sagen, alles das existiert in uns. Also wenn jemand die Mutter Gottes sieht im Traum oder den Engel Michael, dann ist noch nicht gesagt, dass er den Engel Michael oder die Mutter Gottes gesehen hat, sondern man muss die Träume durcharbeiten aufgrund der eigenen Biografie, dem, was sie einem selber sagen. Und zum Einstieg würde ich einfach empfehlen, dass man Dinge tut, die quasi eine Poesie des Lebens vermitteln. Man legt sich auf die Couch und versucht mal, frei zu assoziieren, was einem durch den Kopf geht. Stellt einen Kassettenrekorder daneben und hört sich das mal an. Ich glaube, die meisten werden verwundert sein, dass sie nach 10 Minuten, wie wenn sie unsichtbar in einen Keller gehen und eine Tür öffnen, die jahrelang verschlossen war, auf Themen stoßen, die sie vor ihrer Ehefrau, dem Ehemann, den Kindern stets vermieden haben. Oder sie gehen mit dem Hund Gassi und sehen einfach nur mal, wie schön die Welt ist, die sie umgibt. Oder die Sterne bei Nacht. Oder sie tun, was wir hier machen, eine Art konspirativer Sitzung, in dem wir sagen, die Gesetze der Kultur, die uns immer wieder gewalttätig sein lassen, müssen wir abmildern, indem wir wahrhaftiger leben. Wovon jemand träumt, das mit welchen Vorstellungen Mütter ihre Kinder in den Schlaf begleiten, ist doch entscheidend für den ganzen Rest, ob man ihnen beibringt, ihr müsst tüchtig sein, ihr müsst Karriere machen, ihr müsst mit 20 den Numerus Clausus schaffen, oder ob man ihnen beibringt, in euch lebt so etwas wie ein noch unentdeckter Mozart, in euch lebt ein Dichter, ein Maler, lebt ein Mensch, der lieben kann und schon deshalb Träume haben muss. Für jeden Liebenden beginnt die Welt ringsum zu reden. Die Bäume, die Pflanzen, die Wolken, alles transportiert die Botschaft der Sehnsucht mit Mal. Alle Märchen erzählen davon, wie die Welt sich formt zu einem riesigen Kosmos, in dem Liebe sich austauscht, verwunschene Prinzessinnen gefunden werden, Tiere reden. Es ist eine wunderbare Welt und viel realer eigentlich als das, was wir künstlich dagegen setzen. Und alles beginnt mit dem Traum. Ich sage, die Coca-Cola-Flasche begann mit dem Traum. Jemand hatte den Traum, eine Coca-Cola-Flasche zu erfinden, eine Vision, wie auch immer. Nur erscheint mir die Problematik... Sagen wir mal, er hatte eine Riesensehnsucht nach einer verlorenen Mutter. Also den GIs im Koreakrieg musste man wirklich Flaschen liefern. Mhm. So süchtig waren diese harten Männer nach ein bisschen Zärtlichkeit. Ja.
im Bild der Gesellschaft erscheint es ja so als ein Krankheitsbild. Offenbar ist dann aber die ganze Gesellschaft krank, weil ja nun vom Hund bis zum Herrchen jeder zum Analytiker muss. Kann man denn jetzt so, durch so eine Traumarbeit, wie Sie das machen, das in etwa trennen oder eine Art von Relativitätspsychologie, in der jeder seine eigene Form entwickelt, sich selber neu entdeckt, sich selber neu findet, in einer gewissen Art der Poesie, die mir da unvermeidlich zu sein scheint, denn die Bilder sind doch wegs poetische, kann man da nicht das Krankheitsbild des Traumes zu einem völlig normalen, ja, daseinenden Wesen ummünzen, sodass eben jeder ganz normal spricht über die Träume. Sie gehen zum Einkaufen und sagen, heute habe ich wunderbar geträumt, das und jenes, und das war meine Mutter und mein Vater. Ihr macht es ja irgendwie in der Traumarbeit so, nicht? Ja. Also wir lernen, selber mit unseren Träumen zu arbeiten. Mhm. Und wir haben alle so die Erfahrung gemacht, dass es eine ganze Weile braucht, bis wir herausbekamen, wie ein Traum funktioniert, wie wir die Botschaft da herausbekommen, die für uns Lebenshilfe ist, die uns zeigt, in welcher Weise uns der Traum helfen soll. Es bedarf einiger Übung. Aber letztlich ist der Träumer der beste Deuter seiner eigenen Träume, denn es sind seine Bilder. Das verstehe ich nicht ganz. Es sind zwar seine Bilder, aber wie wir ja vorher gesagt haben, die Bilder sind ja universell gültig. Aber sie werden vom persönlichen Unbewussten, werden sie ausgewählt. Das halte ich für ganz wichtig. Es gibt keinen allgemeinen Schlüssel, also zu sagen, ein Symbol bedeutet an sich sozusagen lexikalisch dies und das, sondern es bedeutet etwas im Kontext des Lebens, insbesondere des Einzelnen. Und dann würden Sie sagen, es ist sehr hilfreich, wirklich ein Stückchen Therapie. Man muss nicht krank sein, um das zu tun, aber es hilft und es heilt. Es hilft, geschlossener zu leben. Ja, wie zum Beispiel auch meine Erinnerungen herangezogen werden, um mich auf Zusammenhänge in meinem jetzigen Erleben hinzuweisen. Dabei umgekehrt öffnen sich ja die Träume, hat die Psychoanalyse ja nicht nur die Traumsituation beschränkt auf die einzelnen Behandlungsstunden. Sie hat angeregt beispielsweise den Surrealismus in der Malerei. Sie hat angeregt in der Literatur eine bestimmte Schreibweise. Es wäre James Joyce ohne Sigmund Freud überhaupt nicht verstehbar. Picasso, Dali, René Magritte nicht verstehbar ohne Freud. Der Zugang zu den Kulturen in Afrika, in Australien, Nordamerika, zu den verschiedenen Religionen sind ja ganz neu eröffnet worden durch die Psychoanalyse mit ihrem Wissen um die Traumsymbole. Und dennoch hat aber die Psychoanalyse immer noch ein gewisses Schattendasein. Und das Traumleben oder das Traumerleben hat letztlich eigentlich nur die Bedeutung, ja, eben des Krankhaften an sich. Wobei es ja eigentlich doch umgekehrt ist. Die Welt in toto ist komplett krank und eigentlich der Träumer ist der wirklich Gesunde. Wir sind ganz normale Leute, die sich aus Interesse und auch Liebe zu den Träumen treffen, um uns gegenseitig auch zu helfen. Und wie beeinflusst, gut, ihr helft euch gegenseitig, beeinflusst das denn auch andere dann? Also in eurem Umfeld? Sie sind jetzt zum Beispiel verheiratet, haben zwei Kinder. Ich glaube, es ist so, wenn man sich mit den Träumen befasst, dann wird man sich automatisch verändern. Und indem ich verändert bin, verändert sich auch mein ganzes Familienleben. Mhm. Auf diese Weise hat das sicherlich eine Auswirkung. Und zwar eine innere Auswirkung, die von selbst stattfindet. Und die ganz allmählich vor sich geht. Ja. Mhm. Ich glaube, es gibt noch eine ganz andere Art, wie man mit Träumen umgehen kann. Und Sie haben eben davon gesprochen, dass wir uns wünschen, dass die Wirklichkeit, die äußere Wirklichkeit besser wird. Und ich denke, wenn wir lernen würden, mit unseren Träumen umzugehen, könnten wir dazu beitragen, dass unsere Wirklichkeit besser wird. Es gibt Kulturen, also die Senoi, das ist, glaube ich, ein philippinisches Volk oder malaiisches, ich weiß nicht genau. Die arbeiten mit den Träumen in anderer Weise, die benutzen die Traumrealität als Schule fürs Leben. Das heißt also, wenn zum Beispiel ein Kind im Traum von einem Tiger verfolgt wurde und weggelaufen ist
Und das erzählt den Traum dann beim Frühstück seinem Vater. Und sagt der Vater, okay, nächstes Mal, wenn der Tiger kommt, erinnere dich dran. Lauf nicht weg, bleib stehen. Und du wirst sehen, du kannst mit ihm verhandeln und er kann dir sogar ein Geschenk geben und so weiter. So kann man im Traum lernen, Probleme des Lebens zu bewältigen. Und möglicherweise kann man sogar, wenn man da mehr hineingeht, den Traum benutzen, um neue Realitäten zu entwerfen. Also sowohl die persönliche als auch die kollektive. Da müssten doch die Mütter beginnen damit. Das glaube ich sehr, dass die Träume dazu beitragen sollten, die Realität zu verändern. Bloß brauchten wir den Mut. Ich denke mal, jeder hat in sich den Traum einer Welt, die friedfertig ist, die gerecht ist, die Elend in diesem Umfang nicht kennt. Aber wir glauben nicht daran. Das ganze Christentum besteht in der Vision eines Reiches Gottes, an das aber niemand wirklich glaubt. Statt Friedfertigkeit kennen wir nur gegen Gewalt, muss man mit Gewalt antworten. Überall glauben wir in uns selber etwas anderes, als wir machen. Wir müssten die Träume wiedergewinnen, um die Sprache der Religion, dessen, woran wir wirklich glauben, wiederzugewinnen. Freud war ja ein Notbehelfer. Er hat einfach festgestellt, die Träume heilen. Man kann auch umkehren. Wer von Träumen nicht versteht, wird krank. Und noch besser gesagt, wer mit Träumen umgehen kann, hat einen ganz guten Schutz, seelisch mit sich im Einklang zu leben. Das ist ein Schritt, den die Psychoanalyse auch über Freud hinaus getan hat. C.G. Jung hat das sehr stark dann betont, dass wir über die Religion sehr viel lernen können mithilfe der Traumpsychologie. Ich wollte gerne eben noch einhaken. Und ich denke, man kann noch einen Schritt weitergehen. Wir machen immer eine Trennung zwischen der Realität, der raumzeitlichen, physischen Realität, die wir im Wachzustand erleben, und der Traumrealität. Der Traum ist etwas, denken wir, was man interpretieren kann. Was sagt mir dieser Traum? Ich denke, das, was wir hier erleben, könnte man genauso betrachten. Also auch Abstand nehmen und es angucken wie einen Traum und uns fragen, was bedeutet das, diese Realität, in der ich mich jetzt hier befinde? Ich glaube, das ist eine ganz gute Technik auch, aber mit seinem Leben umzugehen und es zu interpretieren wie einen Traum. Dann müssten wir der liebe Gott sein. Also die Inder haben diese Vorstellung, diese Welt ist der Traum eines schlafenden Gottes. Ja. Dann sind wir alles, aber hören auf, die Menschen zu sein, die sich überall hin mitnehmen, wie Sie eben sagen. Also das wird mir unheimlich und übersteigt den Horizont. Ich denke, man kann immer wieder zwischendurch ein bisschen Abstand nehmen. Das wird man müssen, ja. Ja. Es ist ja nicht, dass die Träume eine Wunschwelt spiegeln, nur, richtig, die ursprüngliche Theorie Freuds war so, aber im Wesentlichen gehen in die Träume all die ungelösten Konflikte ein, die am Tage liegen geblieben sind oder seit Kindertagen darauf warten, endlich eine lebensfähige Antwort zu finden. Entscheidend sogar, dass in den Träumen Aggressionen, Gehemmtheiten, unterdrückte Wünsche, Affekte, auch die ganze Konfrontation, die liegen geblieben ist, mit aufbricht, bis hin zu Gewalttätigkeiten, die im Traum, im Märchen, in der Religion artikuliert werden. Vielleicht darf ich einen Traum mal schildern und zeigen, was alles liegen kann. In einer einzigen Traumszene, ich habe monatelang einmal gesprochen mit einer Frau, ohne zu wissen warum. Sie war glücklich verheiratet, ihr Mann war wohlbestellt. Im Traum? Die Kinder, das war die Wirklichkeit. Ich wusste überhaupt nicht, ich kam mir arbeitslos vor, weswegen wir miteinander reden. Dann plötzlich erzählt sie, weil es dran war, den folgenden Traum. Sie sieht in Rom in einem Museum ein Fresko. Sich selber, eine etruskische Prinzessin, irgend so etwas. Und dieselbe Gestalt nebenan in einem Restaurant mit Brautschleier. Eine Hochzeit findet statt und sich dann im Kindbett bei der Entbindung neben ihr eine Ordensschwester, die den Dienst der Hebamme verrichtet, und die Bettlaken werden blutig bis zu den Enden. Dann fängt sie an zu weinen und sagt, das ist mein ganzes Leben. Wir haben Wochen gebraucht, wenn ich das Stenogramm etwa so wiedergebe. Wenn Sie verstehen wollen, wer ich bin, müssten Sie eine archäologische Aufgabe lösen. Es gab eine große Vision, was ich hätte sein sollen. Dahinter standen auch die Überforderungen durch die Mutter, deren Vorstellung ersatzweise vom Leben ihrer Tochter. Aber ich war zu etwas bestimmt, das hätte glücklich sein können. Aber es liegt wie unter Aschenregen. Eine einzige Zeit gab es mit 18, als ich heiratete, dass diese Prinzessin wieder auferstand. Und das wurde verwüstet sofort. Die Moral der katholischen Kirche, die sie gelernt hatte, bestand darin zu sagen, Sexualität nur in der Ehe, wesentlich für Kinder, und so kam es dann. Ein endloses Ausbluten nach fast klösterlicher Moral.
Eine verwüstete Ehe bei lauter gutem Willen. Eine Tragödie aller zerbrochenen Gefühle, auch jetzt dann plötzlich die Wut auf den Mann. Ein verlorenes Leben, eine endlose Pflichtmoral, die sie ruiniert. Und kein wirkliches Empfinden mehr. Die Gefahr, plötzlich ganz woanders lieben zu wollen. Ein Traum redet kompakt. Erzählbar in 2 Minuten ein ganzes Leben und viel mehr, als sie mir bewusst hätte sagen wollen. Von da an mussten wir arbeiten. Dieser Traum war auch in der Architektur von hoher dichterischer Poesie. Jeder kann ein Shakespeare sein, bei Nacht und am Tage, wenn er sich darauf einlässt. Der Traum zeigt, was zeigt er uns da, Frau Kröpke? Zeigt er uns eine Vision, für die wir aber zu schwach sind, sie Wirklichkeit werden zu lassen? Oder zeigt er uns tatsächlich unser Dasein, so wie es sein sollte, unser eigenes? Das ist ganz unterschiedlich. Es ist so, dass der Traum uns versucht, Hinweise zu vermitteln, wie wir wieder in Harmonie gelangen können. Er kann uns mahnen, er kann uns warnen, weil wir eine Lebensrichtung eingeschlagen haben, die uns keinen Erfolg oder keine Harmonie im Leben gibt. Oder er kann uns hinweisen auf Probleme in der Vergangenheit, die ihre Ursachen in der Vergangenheit haben und die wir bis mit in die Gegenwart hineingebracht haben und die jetzt in diesem Moment für uns Wichtigkeit hat, die wir jetzt leben und die uns jetzt belasten können. Geht das in der Trance auch, Safi? Entschuldigung. Ja, natürlich. Wobei ich, wie glaube ich, alle Channels und alle Medien die Trance nicht benutze, um für mich selber Hinweise zu bekommen. Das ist auch technisch nicht möglich, weil ich ja ausgeblendet bin, das übliche Ich, sondern eben dann für andere. Ne? Jetzt sind Sie aber nicht angeschaltet. Ich könnte mich anschalten. Ja. Vielleicht tun Sie es. Ja, dann müssten Sie mir eine Frage stellen. Sofort? Die sich lohnt, dass ich dafür anschalte. Ja, das weiß ich natürlich nicht, ob die Frage sich lohnt. Sollen wir das sofort machen? Oder, können Sie gerne machen. Oder soll ich die Frage etwas später stellen? Nein, können Sie gerne machen. Gerne. Mhm. Welche Bedeutung haben Träume? Stellen Sie die Frage ein bisschen spezifischer. Welche Bedeutung haben Träume sowohl für Sie selbst, für den Menschen selbst, als auch in einer Art Feedback für die kulturelle Weiterentwicklung? Träume haben nicht weniger Bedeutung als die Realität, die sogenannte Realität. Also Träume haben genauso viel Realität wie die sogenannte Realität. Insofern ist die Frage ein bisschen schwer zu beantworten, aus dieser Perspektive, aus dieser geistigen Perspektive, an die ich da jetzt angeschlossen bin. Sie können mehr hineinspielen in das alltägliche Bewusstsein, wenn Menschen lernen, auf ihre Träume zu achten und so weiter. Sie können aber weitaus mehr noch verflochten werden als durch die übliche Weise. Es reicht in diesem Sinne nicht, Träume zu analysieren, sondern man kann Träume zu den verschiedensten Zwecken benutzen, man kann kreativ mit ihnen arbeiten, man kann, wie eben schon angedeutet wurde, Realitäten entwerfen, man kann in den Traumzustand eintauchen wie in eine Trance, um Geschenke mitzubringen, sei es also Gedichte oder Lieder oder Entwürfe für eine neue Verfassung, was auch immer. Das alles geschieht auch tatsächlich, das alles geschieht Nacht für Nacht im Bewusstsein der Menschheit, nur die meisten Menschen wissen nichts davon. Und doch hat ein Traum seine Wirkung, auch wenn der Mensch sich nicht daran erinnert, so kann es doch passieren, dass ihm im Traum eine Idee gekommen ist. Und irgendwann im Verlauf des Tages oder der nächsten Woche taucht diese Idee wieder auf. Und im Traum wurde es auf einer anderen Ebene, wo man mehr Abstand hat zu dieser Wirklichkeit hier, schon vorkonzipiert oder durchdacht oder entworfen oder geplant und so weiter. Das heißt, Sie wären darauf vorbereitet zu sagen, es gibt im Unbewussten eine enorme Fähigkeit, Dinge zu speichern. Es ist nicht nur Speichern. Also das ist das eine. Es gibt den unbewussten Speicher, den großen Speicher, wo alles, was schon ist, was schon manifestiert ist, sei es Gedanken oder Dinge, eingespeichert sind. Aber Träume können auch schöpfen aus dem großen kreativen Nichts. Ja, weil es gibt ja auch wirklich Neues.
Es gibt nicht nur Dinge, die schon da sind, es gibt auch all den großen Bereich des noch nicht Manifestierten. Und auch da kann man natürlich mit einem Traum hineintauchen. Oder man kann als Dichter oder Musiker natürlich auch ohne Traum, wenn man sich hinsetzt und komponiert, eintauchen in diese Sphäre des noch nicht Geschaffenen. Ich kriege eine Gänsehaut. Also spricht jetzt Safi in Trance? Das Kreative nicht so wie immer, nur dass sie uns nicht anschaut. Sie ist woanders. Mhm. Sie ist woanders. Ich kann da jetzt wieder rauskommen? Ja, bitte. Drauf eingehen? Ja, bitte. Was ist das? Der Unterschied ist der, dass ich, also wenn ich im normalen Zustand spreche, so wie wir alle hier, dann denke ich nach, was ich sage, dann ist mein Verstand irgendwie eingeschaltet. Und wenn ich diese leichte Umstellung mache, dann ist mein Kopf leer. Sie fragen mich etwas, auch wovon ich vorher keine Ahnung hatte, und ich sage es und bin auch manchmal selbst erstaunt. Also es ist Intuition, ja, die eben. Ich glaube, das sind Fragen der Wörter oder der Begriffe, die wir dafür verwenden. Wenn ich einen Vortrag halte, beispielsweise, durch genau dasselbe. Ich brauche 5 oder 10 Minuten, wo ich mich leer mache. Ja. Das Thema beherrsche ich. Die Worte machen keine Schwierigkeit, aber ich muss ein Gefühl sammeln. Ich muss mich selber sammeln. Ich muss das Motiv kennen, warum ich jetzt hier bin überhaupt. Dann sprudelt es, weil Sie vorbereitet dann sind. Kommt es aus dieser Vorbereitung. Aber wenn Sie channeln, sprudelt es auch, wenn Sie nicht vorbereitet sind, auch wenn Sie von dem Thema nichts wissen. Da bin ich skeptisch. Also, aber das können Sie keine Ahnung ganz habe, genauso. Wir müssen leider über Träume sprechen, Gott sei Dank über Träume und nicht über das Eröffnen gewisser Energiekanäle. Ja, nur meine Erfahrung ist es, durch meine Arbeit mit Träumen, dass die Träume hervorgerufen werden durch mein gegenwärtiges Erleben, das, was ich denke, das, was ich fühle, meine Handlungsweise, irgendetwas, was mich in meinem Jetzt beschäftigt, das bringt diese Träume hervor. Und was sind schlechte Träume? Ich glaube, es gibt keine schlechten Träume, sondern es gibt einfach Träume, die mich aufrütteln sollen, die mich dazu bringen sollen, endlich das anzugucken, wovor ich die Augen verschließe. Die uralte Kultur der Chinesen behauptet ja, es gäbe schlechte Träume. Wir haben auch unseren Albtraum. Die Kultur der Chinesen hat sogar ein Mittel erfunden. Vielleicht probieren wir das mal eben. Hier steht es. Das ist die Six Spiritual Soup. Dieses soll schlechte Träume verhindern. Ich weiß nicht, wie es schmeckt. Es sind Lotusblüten drin, Orangenschalen von ungespritzten Orangen. Es sind rote Sojabohnen, grüne Sojabohnen, eine Messerspitze Salz, etwas Zucker und Hirse. Das Ganze wird 1,5 Stunden lang geköchelt oder wie man auch so schön in den modernen Kochbüchern lesen kann. Es muss simmern. Und schauen wir mal, ob das uns schmeckt. Wenn man nie schlechte Träume hat, dann kriegt man welche davon? Das werden wir heute Nacht sehen. Es verrät vor allem einen Unterschied schon in der Bewertung. Wunderbar. Also die chinesische Auffassung oder die altägyptische wäre gewesen, tatsächlich, Träume haben eine objektive Fähigkeit, in die Zukunft zu schauen. Wer etwas Böses sieht im Traum, dem droht Gefahr, dass es so kommt. Unabhängig jetzt von seiner persönlichen Eintragung ins Schicksal. So denken wir in unserem Kulturraum sicher nicht mehr. Aber was Sie eben nannten, das kreative Nichts, das ist ein wunderbares Wort. Gerade weil es im Chinesischen, im Taoismus, eine menschlich und religiös ganz große Rolle spielt. Ich denke, man kann einem Menschen nur wirklich zuhören, wenn man sich frei macht von eigenen Erwartungen, Wertvorstellungen, Zensurkategorien. Wenn man für ihn offen ist, so wie er ist, absichtslos wird ihm gegenüber. Schon das ist sehr viel. Lao Tse hat mal gemeint, zwischen den 4 Wänden im Hohlraum eines Hauses entsteht die Wohnung. In der Leere zwischen den Speichen entsteht das Rad. In der Leere der Wandung einer Keramik entsteht der Krug. Er wollte sagen, alle Dinge, die sind, haben ihren Nutzen dadurch, dass sie Räume haben, in denen sie absichtslos leer werden. Das ist wunderbar buddhistisch, taoistisch, das ist Teil altasiatischer Weisheit, die uns dringend fehlt im Abendland. Und die Träume wären wirklich ein Weg, da wieder anzuknüpfen. Die Träume sind doch fast schon so etwas. Man ist leer, also zumindest hat man das Wachbewusstsein abgestellt, man ist leer
Und plötzlich kommt aus diesem kreativen Nichts der Großhirnrinde, wo auch immer es herkommen mag. Zwischenhirn. Ja. Kommen dann Bilder, Gedanken, Schönheit, aber auch Schreckliches eben auf uns zu. Ich würde gerne noch hinzufügen, der Kern des Taoismus im Umgang mit Problemen, die nicht gelöst sind, ist so konträr zum abendländischen Weg. Wenn wir unter Druck stehen, sind wir dabei zu fragen, was muss ich tun? Und immer fällt uns irgendwas ein, das im Grunde die Sache am Punkt löst, indem sie das Problem erweitert. Ob das der Umgang mit Krieg und Frieden, Wirtschaftsproblemen, mit all den Dingen, mit denen wir nicht fertig werden, Sexualität, Aggression. Die Psychoanalyse erinnert an etwas, das in dem asiatischen Kulturraum seit alters her Gewohnheit war. Man löst Probleme, indem man in gewissem Sinne erst einmal sich sammelt auf sich selber. Und in aller Regel verlieren sie die Wertigkeit. Durch das Nichthandeln ist alles gemacht. Das ist ein wunderbarer Satz des Laozi. Tun im Nichttun. Tun im Nichttun. Wu-wei. Wu-wei, also träumen und die Wahrheit zu finden, die in einem lebt. Dann wird man mit den Menschen so umgehen, wie es richtig ist. Wir sehen, liebe Zuseher, welche enorme Bedeutung Träume haben. Offenbar sind Träume mehr als Träume. Am Ende möchte ich noch eine kleine Geschichte erzählen des chinesischen Weisen Zhuangzi. Er sagte, mir träumte eines Nachts, ich sei ein Schmetterling. Nun weiß ich nicht mehr, bin ich ein Mensch, der träumt, er sei ein Schmetterling, oder bin ich ein Schmetterling, der träumte, er sei ein Mensch. Ich danke für das schöne Gespräch. Thank you.